Hey, hey ho und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mit dabei haben wir beide eine Top 5 von Batman Comics. Allerdings ist das mal wieder keine in Stein gemeißelte Top 5. Gerade bei mir, weil ich ja sogar eine ganze Zeit lang das Format 5 Batman Comics hier auf dem Kanal hatte, wo ich immer wieder 5 Leseempfehlungen von Batman vorgeschlagen habe, weil Batman ist bei mir in der Sammlung halt der Charakter, der mit Abstand am meisten vertreten ist. Und demzufolge sind auch hinter uns 2 komplette Regale, also besser gesagt rein komplett voll mit Batman Comics, weil halt extrem viel Holz von Batman hier steht, und demzufolge ist das, was ich jetzt hier vor mir liegen habe, nicht wirklich eine Top 5 meinerseits, sondern vielmehr eine Top 5 der heutigen Leseempfehlungen, die ich zu Batman raushaue. Und bevor ich das noch länger drum herum rede, fange ich direkt mal an mit dem 5. Titel, den ich jetzt hier auf den Stapel liegen habe, und zwar ist das in dem Fall Batman of the Future, die Rückkehr von Hush, ist der Startpunkt der erwachsenen Batman of the Future-Reihe. Es gab ja ursprünglich die TV-Serie, wo es in Deutschland leider nur eine Staffel auf Deutsch gegeben hat. Danach kam der Film The Joker kehrt zurück von Batman of the Future. Und daran knüpft quasi dieser Band an. Allerdings hat man dieses ganze Cartoon-Gewand abgeworfen und hat halt den erwachsenen Batman in der Zukunft aus dem DC-Universum in dem Fall weitererzählt. Das Ganze hatte dann noch mehrere Überschneidungen mit der TV-Serie gehabt und hat das Ganze im Positiven weitergeführt und ist für mich ein richtig interessanter Titel, funktioniert auch wunderbar als Quereinstiegspunkt und hat die Essenz der Serie tatsächlich perfekt ins Erwachsene reingeholt. Ich weiß nicht, ob du die Serie gelesen hast. Nee, das ist im Zuge der New 52 auch irgendwie erschienen, oder? So ziemlich zeitgleich müsste das gewesen sein. Ja, das haut hin. Das müsste so circa 2012 sein, wo das erschienen ist. Ich habe seinerzeit dann auch ein Übersichtsvideo zu Batman of the Future gemacht. Allerdings dann erst 2014 in dem Fall oder 2015. Und es ist überschaubar, was auf dem deutschen Markt erschienen ist. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Batman-Run. Sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Ja. Dann werde ich das tun. Mach es unbedingt. Weil ich es noch nicht gemacht habe. Ja, dann hau ich mal einen Lesetipp hier raus. Und zwar hier von Frank Miller, Batman das erste Jahr. Ja, war damals in den 80ern die Neuinterpretation seiner Origin-Geschichte. Und vieles auch aus dieser Story, vom ganzen Flair her, ist ja dann auch in diesen Batman-Film mit hier Christian Bale so mit eingeflossen, ne, vom ganzen Ton. Und eigentlich auch, kann man auch sagen, in der Gotham-Serie danach, die wiederum auf die Filme ja aufbaut. Ja, wobei die Gotham-Serie sich auch in Gotham Central zum Teil vom Look und Diamond orientiert, muss man sagen. Ja, ich denke, dass es da alles so ein bisschen zusammenspielt. Ja, und ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, ne? Dann Platz 5. Dann sind wir auch schon bei meinem Platz 4 angelangt. Und zwar ist das in dem Fall Dark Knight von Vertigo. Und das hier ist gar keine wirkliche Batman-Geschichte, sondern die Geschichte von Paul Dini, die sehr tragisch erzählt wurde. Und Paul Dini ist für mich persönlich ja so einer der Helden meiner Kindheit gewesen, weil er halt zusammen mit Steven Spielberg mit die wichtigsten Serien meiner Kindheit kreiert hat. Sei es irgendwie Pinky und Brain, die Animaniacs, die Looney Tunes oder halt auch die Batman-Animated-Serie. Und der gute Herr hat halt ein tragisches Schicksal erlebt und hat einiges durchgemacht, und dabei haben ihn die ganzen Figuren, die er halt zum Teil selber erfunden hat oder die er halt einfach nur geschrieben hat für den DC-Verlag, die ganze Zeit begleitet in Situationen, wo man eigentlich gar nicht erwartet hätte, dass da der gute Paul Dini von diesen Figuren begleitet wurde. Sehr tragisches Werk, einen sehr krassen Einblick, den man in die Psyche von Paul Dini geboten bekommt, und Paul Dini auf jeden Fall ein sehr tragischer Autor, was der alles durchlitten hat, finde ich auf jeden Fall krass, dass er das Ganze auch so in Comicform dann nochmal erzählt hat. Hast du es gelesen? Den habe ich jetzt nicht gelesen, aber natürlich kenne ich den Künstler. Ja. Also Paul Dini sollte man schon kennen. Wie du sagst, halt gerade an der Batman Animated Series dran. Ja. Die ja eine der stärksten Zeichentrickserien im beiden Bereich ist. Ist ja auch ein Herr, der unglaublich gut Kurzgeschichten schreiben kann. Der ist so der One-Shot-King, finde ich. Der hat wunderbare One-Shots für DC-Comics bei Batman und beim guten Superman zum Beispiel abgerissen, wo ich mich jedes Mal unglaublich darüber freue, wenn da irgendwie Paul Dini in den Credits drin steht, dass ich weiß, dass der gute Herr daran beteiligt ist. Auf jeden Fall absolute Legende und wirklich unglaublich trauriges Werk. Ist kein wirkliches Batman-Comic, aber da Batman trotz dessen eine Rolle da drin spielt und vor allem auch der Joker und die gute Harley Quinn, musste das definitiv in diese Top 5 mit rein. Ja. Ja, gehört ja dazu dann. Ja, definitiv. Ja. Bei mir da als nächstes eine legendäre Geschichte. Batman, ein Tod in der Familie, habe ich hier in der Eagle Moss Version. Ist halt die Geschichte, wo Jason Todd stirbt. Der unbeliebte Robin. Der unbeliebte Robin, der zweite Robin, den halt, der halt nicht so gut ankam beim Publikum. Und das Legendäre hier dran ist halt, wie es zustande kam. Man hat halt damals die seine
ja seine Leserschaft mit eingebunden in die Entscheidung. Genau. Ein Telefonvoting gemacht und ja. Da konnte man anrufen, ob er sterben soll oder nicht. Ja. Und ist auch ganz knapp gegen ihn dann ausgegangen, sodass ja. Er gestorben ist. Ist in der Version das auch mit abgedruckt worden. Ich habe die Version auch, habe die aber nicht gelesen, weil ich habe die auch von Panini, die Version. Mhm. Und dort haben sie dann die Originalseite damals abgedruckt und dann noch das Ende, wie es zu Ende gegangen wäre. Das Dicht hat, ist aber auch jedem gelandet. Ja, dieses alternative genau. Möglichkeit. Genau. Wie es halt ausgegangen wäre, wenn er überlebt hätte. Genau. Was ich finde, was ein ganz lustiger Faktor eigentlich ist bei Jason Todd, der war ja damals der unbeliebte Robin. Aber er hat ja mittlerweile durch das AKA Red Hood seinen zweiten Frühling erlebt, weil ich würde sagen, dass Red Hood eine der beliebtesten Figuren der zweiten Riege ist aus dem ganzen DC-Universum. Ja, das ist richtig. Ja, ansonsten muss man halt sagen, zeichnerisch, das Ganze von Jim Aparo, umgesetzt einem legendären Zeichner. Ich mag den guten Herrn, muss ich sagen. Den ich gerne mag. Autor Jim Starlin kennt man halt auch, ja. Vor allem von seinen... Marvel, Infinity, Gauntlet, ja. Geschichten und so weiter. Ist aber trotz dessen unglaublich naiv geschrieben, finde ich. Das wollte ich gerade sagen. Es ist halt, man darf halt von der Story an sich jetzt nicht zu viel erwarten. Die ist jetzt nicht so tiefgründig. Ja, das ist, ist auch einiges von Zufällen abhängig, was hier passiert. Ja, fast alles da ist. Das ist ja vom Zufall gejagt, das Ganze, die ganze Geschichte. Die Story lebt halt mehr dadurch, durch die legendäre Geschichte drumherum. Ja, genau. Und ist schön gezeichnet. Definitiv. Ich finde trotzdem, für einen Batman-Fan sollte sie ihn in der Sammlung haben. Ja, definitiv, definitiv. Dann sind wir auch schon bei meinem Platz 3 angelangt und mein Platz 3 ist Nightfall. Legendäre Storyline, die damalige Einführung von Bane. Er hat dann ja noch etwas später noch diese Bane-Origin-Geschichte bekommen. Ja, die wurde nachgereicht tatsächlich. Mhm. Ich finde die aber tatsächlich gar nicht nötig. Ich habe die zwar hier im Regal stehen, habe sie auch immer noch nicht gelesen, liegt auf dem Lesestapel. Das war einfach nur so ein Komplettierding bei mir. Mhm. Finde aber tatsächlich, wäre nicht nötig gewesen, weil ich finde diese Einführung von Bane als intelligenten Haut-Drauf-Gegner einfach so wunderschön, dass es hätte eigentlich gar keine weitere Erklärung geben müssen. Weil als ich das erste Mal das Charakterdesign von Bane gesehen habe, dachte ich, okay, das ist so ein Hulk-Gegner, der haut drauf und kann von Batman ganz einfach schachmatt durch seine Intelligenz gelegt werden, aber dann kommt es ja ganz anders, weil der gute Bane ja übertrieben vorbereitet in die Sache reingeht. Und ja, und du hast ja Bane wahrscheinlich auch in den Filmen damals mitbekommen, wo er halt dieser haut drauf einfach war, der dumme haut drauf. Stimmt, der Film mit dem guten Arnold, ne? Genau, im Comic-Bereich ist er unglaublich intelligent. Ja, das war auch tatsächlich das allererste Mal, dass ich es doch gelesen habe in dieser Version. Ja. Also auch wirklich Jahre später bei meinem Wiedereinstieg. Und ich fand es total interessant, dass er Batman nicht einfach nur platt machen möchte, dass er ihn komplett brechen möchte auf allen Ebenen. Und dann wie er das Ganze plant, wie er das angeht. Und dann kommt halt dieser legendäre Move, wo er ihn das Rückgrat bricht. Danach drückt Azrael ins Batman-Kostüm, wird dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt auch komplett abgespaced in seiner Birne drin. Deswegen er da auch so der Schlechter von Gotham wird, kann man schon fast sagen. Geht auf jeden Fall brutaler ans Werk. Was ich ein bisschen schade fand, bei diesem Reprint von Panini hat man die ganze Phase weggelassen, wo Bruce Wayne sich aus dem Rollstuhl rauskämpft. Man sieht gar nicht den Werdegang, wie er dafür trainiert und wie er wieder das Laufen lernt. Das wurde dann irgendwie ein ganz Stückchen später, es waren vielleicht sogar 2 Jahre später, vielleicht war es auch nur ein Jahr später noch der vierte Band hinterher geliefert. Ja, ursprünglich war gar nicht geplant gewesen, den noch zu drucken. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den vierten Band bis heute noch nicht gelesen, weil er kam so viel später, dass ich aus der Story schon raus war. Ich wollte ihn aber trotzdem haben, um die ganze Sache zu vervollständigen. Muss ich mal noch lesen und ich finde es ein bisschen schade, dass man den Teil weggelassen hatte, weil mich persönlich hätte noch interessiert, wie er aus dem Rollstuhl rausgekommen ist. Vielleicht wurde das von Carlson damals abgedruckt. Richtig, ja. Ja, also bei Carlson gibt es diese Bände, da muss ich auch nochmal gucken. Die will ich mir nämlich auch holen und dann dazu, weil ich habe auch die Version, ich hätte das heute eigentlich auch in der Liste gehabt, weil ich finde, das ist halt eins von zwei Super-Events oder Riesen-Events aus den 90ern muss man drin haben. Ich habe es aber nicht reingenommen, weil ich auch dachte mir, dass du es wahrscheinlich drin hast. Und dann dachte ich, nee, dann nehme ich was anderes. Ja, legendär halt. Ne? Ist ja ungefähr vom Zeitpunkt her ähnlich gekommen wie bei Der Tod, von Superman. Genau. Und dann das. Das waren halt die großen Ereignisse der Anfangs 90er Jahre bei DC. Ja. Und der Dino Verlag ist quasi nach diesen beiden Events dann bei den beiden Serien eingestiegen. Genau. Ja. Ja. Ja, soviel zu meinem Platz Nummer 3. Dann kommen wir deinen dritten raus. Dann mein dritter sollte man halt auch haben. Der dunkle Ritter kehrt zurück. In einem relativ frischen Print sogar, von, von 2002 von Panini. Okay, so frisch dann auch nicht. Ne? Ja, es gibt halt noch ältere von Carlson und so.
Aber auch, also das wird oft neu aufgelegt. Ja, ne? Das so findet, alle zwei Monate. Ja, das findet ihr in irgendeiner Version auf jeden Fall. Ist eine legendäre Story, weil es halt so ein älteren Batman zeigt und weil es zusammen mit dem Watchmen das düstere Zeitalter der Comics eingeleitet hat. Und Batman den Arsch gerettet hat, weil er sonst nicht mehr verkauft wurde. Der war ja total am Floppen zu der also, Zeit. Also ja, eigentlich auch insgesamt DC hat gerade durch Watchmen, was ein bisschen früher, also Watchmen kam glaube ich 82, das kam glaube ich 86, aber das waren die beiden Punkte, die DC dann auch wieder nach vorne gebracht haben. Kam Watchmen nicht auch 86? Kamen nicht beide Werke 86? Ja, oder beide, da bin ich nicht ganz sicher. Wollen wir mal gerade gucken, ob es hier zufällig hinten drauf steht. Drauf. Er hat es natürlich griffbereit. Wie wir aber hier steht leider nicht hinten drauf. Ja, ich kann mal gerade gucken, ob vorne was in den Credits drin steht. Man muss nur gucken, was die älteste Jahreszeit ist, die man hier drin erhascht und schon weiß man, wann es rausgekommen ist. Okay, die älteste ist 69. Von 69 ist es nicht. 84. Nee. Ja, okay, dann sind die ziemlich dicht. Also nee, 65, 87, 86. Nee, 86, dann sind 86. Ja beide ungefähr parallel gekommen, also sind uns im selben Jahr gekommen. Ja. Dann haben sie, also sie haben auf jeden Fall beide dieses düstere Zeitalter eingeleitet. Die Comics sind einfach erwachsener geworden. Ja. Und daher würde ich mal sagen, ist das einfach ein Muss in jeder Batman-Sammlung. Und ich bin 100% sicher, ich weiß, dass du das auch hast. Ich habe die allerersten Print erwähnt. Davon, den ersten deutschen Print davon, die Version von Comic Art, die Carlson damals rausgebracht hat. Ja, Carlson ist das, genau. War mein erstes Batman-Comic mit den Animated-Comic da. Ich weiß nicht, welches ich zuerst hatte, habe ich auch schon tausendmal auf diesem Kanal erwähnt. Und wie war das eins meiner ersten Comics, weswegen ich dann auch bei meinem Wiedereinstieg auch direkt zu dem zweiten Platz aus diesem Video hier zugreifen musste. Und zwar ist die Rede von Frank Millers All-Star Batman, was der gute Jim Lee gezeichnet hat. Es gab davon zwei Prints damals, und zwar erstmal den ersten Print mit den ersten 6 US-Heften. Davor gab es aber, so um genau zu sein, nochmal die Heft-Serie, die ein US-Heft mehr abgedruckt hat, als in den ersten Trade gelandet ist. Mhm. Wurde dann aber eingestellt, da kam der Trade, da sollte eigentlich noch ein zweiter kommen, da kam aber kein zweiter, weil es dann nicht genug Material gewesen ist. Und dann wurde einige Jahre das Ding nochmal reprinted mit den fehlenden Heften, die zuvor nicht auf Deutsch erschienen sind. Und leider ist es hier auch nicht zu Ende erzählt. Frank Miller und Jim Lee haben die Serie niemals zu Ende erzählt. Der gute Scott Snyder hat dann für das ganze DC Rebirth Ding nochmal eine neue All-Star-Batman-Serie erzählt. Die hat aber nichts hiermit zu tun, weil hier drin wiederum erzählt man da eine Elseworld-Geschichte. Man hat hier drin so einen etwas krasser vorgehenden Batman à la Frank Miller, der liebt Batman zu sein. Da brüllt das auch in einer Szene, als er so eine Verfolgungsjagd mit den Polizisten hat, brüllt er so, ich liebe es, Batman zu sein, und ballert irgendwie wild um sich rum. So eigentlich out of character, allerdings für diese Serie unglaublich tollen Szene gesetzt. Und hier drin wiederum wird die Geschichte erzählt, wie Batman den guten Dick Grayson rekrutiert und das in dem Fall auf ganz andere Art und Weise. Er nimmt Dick Grayson halt von dem Schlachtfeld, wo seine Eltern umgebracht wurden, im Zirkus mit, schmeißt ihn einfach so in die Betthöhle rein, ohne große Erklärung, und lässt ihn da erstmal irgendwie gegen Fledermäuse und alles Mögliche kämpfen. Und alleine das ist schon total strange in Szene gesetzt. Ich fand diese Herangehensweise aber super interessant. Dachte man direkt, cool, man bekommt hier drin einen anderen Batman geliefert, der war teilweise doch sehr stark an den Batman erinnert, den man aus dem normalen Universum kennt. Bloß man hat das Ganze halt hier komplett auf die Spitze getrieben. Halt komplett Frank Miller-Style, sage ich mal. Ich finde es super schade, dass diese Serie nicht weiterzählt wurde. Zum Schluss der Serie oder so ziemlich zur Mitte, ich bin mir gerade nicht genau sicher, zu welchem Zeitpunkt, wurde doch irgendwo noch Black Canary eingeführt. Mhm. Der Auftritt von Wonder Woman als absolute Männerhasserin fand ich auch extrem krass in Szene gesetzt und für mich eines der interessantesten Batman-Konzepte, die ich gelesen habe, und bis heute finde ich es unglaublich traurig, dass das hier nicht weiterzählt wurde. Ich meine, vielleicht setzt sich irgendwann der gute Frank Miller und der gute Jim Lee nochmal zusammen am Tisch und erzählen das ganze Ding nochmal zu Ende. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich mittlerweile so gering, weil das Ding müsste in den USA relativ kurz nach Batman Hush erschienen sein. Und Batman Hush war so 2002 rum oder 2003? Ja, Batman Hush so 2003 rum, und das ist, glaube ich, so 2005. Also ja, also ziemlich zeitnah dazu erschienen. Und das sind mittlerweile schon 15 Jahre. Also ich bezweifle, dass es nochmal zu Ende erzählt wird. Aber trotzdem bekommt man mit diesem Megaband auf jeden Fall eine recht gute Geschichte geliefert. Hast du es auch gelesen? Ja, es kommt vor. Okay, in meiner Liste gleich. Dann wirst du gleich deine 2 Center zu verlieren. Mach erstmal deinen Platz Nummer 2. Ja, meinen Platz Nummer 2 habe ich hier 2. Jetzt machen wir das mal in deinem Video. Oh. Hardcover Trades. Easter Egg. Ja, worum geht's? Das lange Halloween. Ja. Long Halloween. Ist halt
ebenfalls eine Story, auf die sich so ein bisschen vom Feeling her die Batman-Filme mit Christian Bale so ein bisschen stürzen. Ist so, Crime Noir, kann man das sagen. Ja. Ne? Wunderbar. Also wunderbar in Szene gesetzt. Wer sind denn hier die Künstler? Das ist Jeff Loeb und Tim Sale, hätte ich ja auch so wissen können. Das ist mal lustig, so man hat das im Kopf, dann nimmt man das Video auf und hat alles vergessen, was im Kopf drin war. Das ist unglaublich krass. Kaum geht die Kamera an. Ist alles weg. Da ist man so aufgeregt, das ganze Rampenlicht. Die ganzen Zuschauer, die hinter der Kamera stehen und in so einem Zuwinken sind. Und ihr kennt das ganze Problem. Also da geht es halt darum, dass Batman so ein Killer jagt, der immer zu diesen Feiertagen. Genau. Unter anderem halt Halloween Leute umbringt und wir lernen Batman kennen, wir lernen vor allem Catwoman auch kennen. Two-Face Story wird da auch erzählt, Origin Story. Genau. Ja, in diesem Retro-Look. Eines der schönsten Batman-Comics überhaupt eigentlich. Absolut. Also, und die, wie gesagt, das ist eben so ein bisschen dieses Crime-Noir-Feeling. Und ich finde halt, Batman passt halt auch in dieses Crime-Noir-Ding. Und da würde ich auch sagen, wenn ihr Batman-Fan seid, unbedingt zugreifen. Gönnt euch das, ne? Ich habe das damals so recht lückenhaft von E. Harper gelesen. Die haben das ja in diesem Prestige-Format rausgebracht. Ja. Davon hatte ich ein paar Ausgaben gehabt und habe das dann gebündelt jetzt auch nochmal in der Hachette-Version gesehen. Mhm. Ich muss auch immer noch die Fortsetzung Dark Victory besorgen. Die habe ich auch. Hast du die? In welche Version hast du die? In diesen Prestige-Dingern sogar. Ah, die hast du in dem Prestige-Ding? Ja, die habe ich mal in Köln bei einem Händler. Und, man kennt ihn. Und dazu gehört aber eigentlich sogar noch, was mir noch fehlt, hier Catwoman damals in Rom. Das ist auch so ein bisschen... Das habe ich Catwoman rum. Das war, glaube ich, auch in der Shadow Collection drin. Kann das sein? Ja, ist in der drin und ist mittlerweile relativ teuer zum Kaufen. Es gibt ja dieses Format Comic Spin. Und das war hier. Nein, also das würde mir noch fehlen. Also da gibt es auch eine Panini-Version von. Das spielt auch in diesem Universum, im Universum sozusagen, kann man sagen, ja. Gut, verdienter Platz 2. Ja. So, dann sind wir bei meinem ersten Platz angekommen und das ist auch direkt der neueste Titel aus diesem ganzen Video hier. Und zwar ist das Batman, der Weiße Ritter von guten Sean Murphy. Der gute Herr hat hier im DC Black Label ein Musterbeispiel dafür abgeliefert, wie eine Batman-Geschichte aussehen sollte. Im besten Fall sozialkritisch und am besten Fall auch noch ein Joker mit in der Hauptrolle. Und in dem Fall hat man nicht einfach nur einen Joker mit in der Hauptrolle, man hat halt diesen ganzen Batman-Mythos und zusammen mit dem Joker-Mythos ein komplett neues Licht gerückt und ein paar Sachen helle Gerücht, die man vorher vielleicht so noch nicht wahrgenommen hat, auch wenn das Theorien sind, die durch die ganzen Fangemeinden schon zu Haufen gingen, wurde hier das Ganze auf die Spitze getrieben und man sieht, dass quasi zwischen dem guten Joker und Batman eine komplette Symbiose existiert und dass das nicht einfach nur eine Symbiose ist, dass das im Endeffekt sogar Liebe ist, wovor Batman vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt die Augen verschlossen hat, aber auf die Art und Weise, wie er auf dieses ganze Geschehen antwortet, wird einem als Leser eigentlich schon klar, dass er es einfach nicht wahrhaben möchte. Dazu noch die ganze Thematik mit Politik Polizeigewalt in anderen Bildern dargestellt, so hat man dann halt auch diesen ganzen sozialen Aspekt mit drin, dass das Ganze sozialkritisch ist und nah am Zeitgeist dran, weil man sieht es ja immer wieder, dass Comics politische Themen aufgreifen, um anderen Lesern vielleicht dann nochmal einen anderen Licht zu zeigen, weil oft funktioniert es ja auch so, dass man Leute ein gewisses Bild vermittelt, indem dass man ihnen das Geschehen einfach mit fiktiven Figuren zeigt. Solche Serien wie Sarah sind auch recht sinnbildlich, wo man das ganze Geschehen einfach mit 2 verschiedenen Planeten dargestellt hat und die hat man einfach die Polizeigewalt durch Batman dargestellt und Polizisten, die einfach weggucken, wenn Batman viel zu brutal gegen den Joker vorgeht. Und zu Recht einer der gehyptesten Titel der letzten Jahre, wenn nicht sogar der absolut mit Abstand gehypteste Batman-Titel der letzten Jahre. Und zu Recht eins der Comics, die man jetzt schon als absolut legendär oder als absolute Klassiker bezeichnen könnte. Ich würde so weit gehen und würde auch sagen, dass sogar noch in 20 Jahren, wenn es um die besten Batman-Comics geht, dieses Comic immer wieder erwähnt wird. Es ist quasi so der neue dunkle Ritter am Batman-Lust, dass es in dem Fall der Weiße Ritter ist. Solltet ihr unbedingt lesen und bei mir mit großem Abstand erster Platz aus dieser Top 5, die heute mit dabei habe. Ja, und hast du, glaube ich, auch eine Review zu gemacht, beziehungsweise weiß ich sogar.
die auch auf viel Aufmerksamkeit gestoßen ist, woran man sieht, dass eben halt da schon eine riesen Fangemeinde rund um diesen... Und das, obwohl ich die Review erst ein Jahr nach Veröffentlichung rausgeholt hatte. Ich hatte das zuvor schon mal in einem meiner Livestreams besprochen gehabt, das Comic. Und deswegen dachte ich, okay, dann kannst du die Review irgendwann machen. Mhm. Hab's dann dann nochmal auseinandergepflückt, das ganze Comic quasi für die Review, dass ich dann auch gut wiedergeben kann, was darin vorkommt. Und man sieht, dass selbst ein Jahr nach Veröffentlichung dann auch so viele Bock drauf hatten, sich das in die Review reinzuziehen. Oft ist das ja so, dass bei gewissen Titeln, wenn du die viel zu spät raushaut, die Review, dass das dann nicht mehr so interessant ist für die Leute, aber in dem Fall hat der Weiße Ritter noch den einen oder anderen gepickt, deswegen das Video auch echt gut lief dazu. An der Stelle, danke an jeden, der drauf geklickt hat, danke für die Klicks. Wenn ihr hier auch noch einen Daumen nach oben da lasst, dann macht ihr die ganze Sache rund. Und jetzt würde ich sagen, machst du deinen ersten Platz. Ja, meinen ersten Platz habt ihr eben schon gesehen, beim André. Ja. Ja, auch All-Star Batman, hast du ja im Grunde schon alles drüber gesagt. Wichtig ist, wenn ihr euch das nachkauft, wie gesagt, den Trade mit diesem Cover nehmen. Ja, ist halt Batman in krass. Kann man so sagen. Ne? So würde man es beschreiben. Was man halt noch sagen kann, zeichnerisch. Jim Lee auf absolutem Top-Niveau, ja. Und gerade Batman, da hat er ja legendär auch abgeliefert. Das muss man ja sagen. Dieses andere Trade mit dem anderen Cover dazu enthält halt nur die ersten Ausgaben. Was halt daran lag, dass sie damals noch dachten, die Serie geht weiter. Genau. Dann ist aber nicht passiert. Wie du ja sagtest, nach ein paar Ausgaben abgebrochen, konnten sie kein zweites Trade mehr bringen. Ja. Zack, nochmal hier gebündelt und bin auch froh, dass ich... Weil ich habe auch fast den Fehler gemacht, das erste zu holen, weil ich das günstiger gesehen habe. Ich habe das erst gekauft gehabt, das erste. Ich habe mir erst das erste gekauft und zwei Monate später kam das raus. Ja, ja, das war so richtig ärgerlich. Dann habe ich aber das andere Trade in Sinus geschenkt und habe mir das gekauft, weil ich wollte nicht wissen, wie es weitergeht. Ja. Also kann ich jedem empfehlen, macht Spaß. Das war's dann auch schon von uns. Ja. Ballert doch unbedingt mal eure Top 5 an Batman-Comics in die Kommentare rein. Schaut bei den guten Herren neben mir mal auf Instagram und auf YouTube vorbei. Auch bei der guten Dame, die hinter der Kamera sitzt, der guten Comic-Tante. Und wenn ihr die ganze Sache noch rund machen wollt, lasst ihr hier noch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!